Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir spielen heute mal in Gargoyles Remastered rein. Kennt irgendeiner noch die Serie? Wahrscheinlich, oder? Gargoyles, damals von Super RTL? Meine Güte, ey, die Serie, ich habe die geliebt, das weiß ich noch. Und irgendwann wurde sie wahrscheinlich so ähnlich wie Bob Moraine oder so nicht mehr von Super RTL gebracht, weil es vielleicht zu brutal war oder so. Da waren ja auch einige Folgen, glaube ich, geschnitten oder sowas, ne? Mittlerweile bei Disney Plus erhältlich. Muss ich auch noch nachholen. Hab sie immer noch nicht nachgeholt, obwohl ich schon öfter mal dran gedacht habe. So, und zu dem Spiel, ich habe das noch nie gespielt, außer vielleicht, wenn das gleiche Ding ist wie das Gameboy-Spiel. Ich habe mir damals von einem Kumpel Gargoyles mal als Gameboy-Spiel ausgeliehen. Genauso wie der auch Turtles zum Beispiel. Ich fand, also bei mir war das immer so, ich habe viele Games gehabt, die ich auch gefeiert habe, so, auch geliebt habe. Pokémon, Mario Land 2, Batman und was man nicht alles so für Gameboy-Spiele hatte. Aber wenn du denn so rübergeguckt hast, was irgendwelche Kumpels hatten oder irgendwelche Mitschüler und Mitschülerinnen, so da hast du manchmal so gedacht, Alter, ey, das Game, das hätte ich auch echt gerne. Sprich, Gargoyles, Harry Potter, wie eben schon gesagt, Turtles oder sowas. Das war schon eine wilde Geschichte, ne? Und die anderen hatten ja meistens auch die Pokémon-Spiele vor mir. Also ich habe die gelbe Edition damals relativ zum Release gekriegt, aber alle anderen haben schon blau und rot gespielt gehabt, ne? Und auch die zweite Edition, da bin ich auch eher ein bisschen später in dieses Business reingegangen und habe sie ja bis heute nicht durchgespielt. Das machen wir dann ja alles auf dem Kanal. Aber bleiben wir erstmal bei Gargoyles. Zuletzt habe ich gehört, dass es einen Film dazu geben soll. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe. So ein Realfilm. Eine Realverfilmung. Schauen wir mal. Also, verbessert? Okay, das verstehe ich nicht ganz. Original. Ach so. Hatte das Ding denn im Haupt nur ein Original-Schwierigkeitsgrad oder was? Ich sag mal Mittel, oder? Wir nehmen immer Mittel. Also falls ihr euch mit dem Game hier auskennt, dann sagt Bescheid, dann machen wir auch gerne nochmal Original oder so. Das Böse erwacht. Okay. Ich musste eben gerade selber mal für mich ein bisschen... Warte. Hey. Chill doch mal. Ich bin hier noch bei der Lautstärke-Einstellung. Was ist das? Okay, ich muss, wie gesagt, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Keine Synchro offensichtlich. Dann kann ich das hier hin und wieder mal... Warte mal. Wir können mit Kreis können wir den hier. Das ist dieser Griff. Damit habe ich ihn eben so ein bisschen Wrestling-Move-mäßig. X ist Springen, Viereck ist diese Schlagkombo, Dreieck ist nix, okay, das ist Steuer, okay, wir haben, so sah das offensichtlich früher aus. Okay, das sieht natürlich dann mittlerweile schon deutlich, hier sieht er nämlich versteinert aus, die sind doch irgendwie tagsüber versteinert und nachts erwachen sie dann. Ist interessant, Okay, wie gesagt, wird hier eiskalt beschossen. Aber warte mal, oh Gott, energietechnisch, ey, ich werde hier richtig beschossen, was denn los? Aber wie gesagt, ich habe diese Serie damals richtig hart gefeiert. Dann gab es auch noch, wie hießen die Extreme Dinosaurs oder so? Diese Dinosaurier da, boah, gibt es davon ein Spiel? Das müssen wir auch mal zocken. Alter... Weg mit euch. Ja, ich habe das leider überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Okay, ey, keine Frauen schlagen. Das kommt nicht so gut an. Da sinkt meine Quote auf YouTube. Was ist das hier? Achso, das war einfach... Ja, okay. Irgendwelche goldenen Kelche. Liegestütze. Was war das? Was hat er da? Achso, das sind so die... Also wenn ihr Bock habt, können wir auch so eine Weile zocken. Aber vielleicht nicht, dann kriege ich auf die Fresse. Meine Güte, was schießen die denn hier immer? Okay.
Hoch, spring rüber. Lauf, lauf, Forrest, lauf. Leider. Okay, keine Ahnung, was ich davon habe. Aber wir brauchen dringend Energie. Schatzmeister, Trophäe. Muss ich das hier irgendwie... Können wir hier hochklettern? Muss ich hier irgendwas kaputt machen? Oder muss ich hier irgendwo runter? Okay, das checke ich nicht. Müssen wir uns hier durchdonnern oder so? Weil hier klettert er nicht hoch. Achso. Oh, was ist das für ein Move? Keine Ahnung. Eben hat er auf Kreis so einen komischen Spear gemacht, aber irgendwie macht er den gerade wieder nicht mehr. Ah, okay, ich muss dann immer Kreis drücken. Ha. Ne, wir brauchen, Dings. Warte mal. Hä? Wieso macht er den jetzt nicht? War das nicht... Hä? Ne, ich sehe nicht mehr durch. Aber irgendwie hat es ja dann doch geklappt. Das ist ein Schild, dann sind wir wahrscheinlich in der Zeit so ein bisschen unverwundbar. Ah, da war vielleicht Heilung, wenn ich das richtig mitgekriegt habe eben. Ich habe mich bloß gewundert. Alter, okay. Das ist schon ein bisschen fies, wenn du hier runterkommst und direkt einen vor die Omme kriegst. Ich hoffe, dass es hier auch die ein oder andere geile Cutscene gibt. Warte. Spear! Okay, doch nicht. Oder wir müssen... Was muss ich tun? Ah, ich häng mich da... Ah, okay, warte. Häng mich mal länger ran. Wieso komme ich da nicht durch? Steuerung ist ein bisschen wild, muss ich sagen. Check's nicht. Müssen wir da... Müssen wir was anderes daran hängen? Der lässt mich nicht durch. Als wenn ich da irgendwas anderes ranhängen muss. Aber da komme ich hier hoch. Komme ich hier hoch? Komm. Vielleicht musst du da... Nee. Nehme ich dadurch Schaden, wenn ich dagegen springe? Das wäre nicht so gut. So. Nein. Das wollte ich nicht. Ja, ich nehme dadurch Schaden. Das ist nicht so gut. Also, ich versuche mich jetzt... Okay, okay, alles klar. Wir müssen uns da oben rauf manövrieren. Nochmal das Ganze. Aha. Erstmal wieder oben raufklettern und dann der Jump und dann sind wir auch durch. Oh, okay. Nein! Okay, wie gesagt, Steuerung, alles ein bisschen hakelig. Was muss ich tun? Okay, jetzt dürfen wir durch. Keine Ahnung. Okay, da können wir noch nicht lang. Müssen wahrscheinlich auf der anderen Seite denn runter oder sowas. Ja, warte. Und weiter geht's. Okay, er kippt hier was runter. Macht Sinn. Für ihn, für uns nicht so. So. Okay, also... Man merkt schon, das ist so ein Game. Da nimmt man einfach mehrere Anläufe und dann kommt man schon irgendwann da durch die Nummer durch. Okay, wir schlagen einfach durch die Wand durch. Wow, oh, Spider-Man. Oh, guck mal. Fledermaus. Gute Nacht. Aber wie komme ich jetzt hier... Alles klar. Okay, wild. Also selbst wenn ich das irgendwann mal auf dem Gameboy gezockt habe, kann ich mich null dran erinnern. Gar nicht. Nein, warte. Und durch da! Nein. Okay, das ist, glaube ich... Warte. Nochmal. Alles gut, wir holen uns das Schild. Kann er nicht loslassen hier irgendwie? So, jetzt haben wir ein Schild. Nein! Das ist ganz bitter, weil du hier nicht richtig jetzt... Ja, okay, eigentlich ist es ja wurscht, ob wir den Typen hier mitnehmen, oder? Nee, warte.
Und bam! Okay, wir können. Das ist sogar der Weg, wo wir lang müssen, wa? Nein. Meine Güte. Wir brauchen eine Taste, womit man extra die Wand loslassen kann. Weil irgendwie hält er sich die ganze Zeit so wie so ein Klettball. Kennt ihr Klettbälle? Okay, hier kann ich irgendwie nicht lang. Wo muss ich dann lang? Warte. Müssen wir hier vielleicht irgendwie so außen rum? Nee. Nee, das sieht nicht so aus, als wenn das funktioniert. Dann nochmal hier hoch. Aber ich check's nicht. Wo soll ich denn jetzt lang? Wie komme ich denn da hoch? Ach so, warte mal. Ich muss hier so den und dann... Ah, okay. Und jetzt schmeißen wir uns hier einfach durchs Business durch. Na, von allen Seiten hier oder was? Ja, nimm die Axt zurück. Nein. Sind gleich wieder so gut wie down. Ich kriege einfach zu wenig Gesundheit. Muss ich hier einfach anprangern. Okay. Nein, ich bin schon wieder down. Wie viel Leben haben wir noch? 3 stand da eben, oder? Nee, hä? Steht immer noch 3. Ja, vielleicht sollten wir manche Gegner auch einfach links liegen lassen. Meine Güte, geht die mir auf den Kranz hier immer. Muss ich da jetzt überhaupt lang, oder? Ah, wahrscheinlich eher links rum, ne? Oh nein! Oder doch? Keine Ahnung. Ich sehe hier langsam gar nicht mehr durch. So ein bisschen Metroidvania-mäßig aufgebaut, oder? Ja, solche Spiele, da verliere ich ja ganz gerne mal die Übersicht. Aber, boah, ey, komm. Alter. Mach doch nicht so. Ja. Hey, wir sind am Start. Nope. Aber muss ich hier... Ja, muss ich wahrscheinlich. So, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Werf sie einfach über den Zaun. Ach, sie... Grabschi dir doch. Nimm sie. Könnte man auch falsch verstehen. Jetzt... Oh no! Let's go! Boah, das ist steuerungsmäßig alles ein bisschen wild. Hey, wir haben's. Yeah! Diese Zwischensequenz, also dieses Bild, was dann immer eingeblendet wird, da denke ich mir jedes Mal so, ey, mach doch da eine geile Cutscene draus. Aber wahrscheinlich gibt's hier keine Cutscene, ne? Ja, okay, haben wir. Loslassen. Nein. Alter, es ist so ein tricky Ding hier. Bro. Jetzt. Okay, wir haben's. Okay, wir haben's. Ne, wir haben's nicht. Muss da. Und dann muss ich den hier. Bro. Getrickst. Und los! Ah! Hat geklappt. Okay, für mich auf jeden Fall so ein Spiel, wo man so sagen muss, das wäre eher so ein Zwischendurch-Ding für mich. Also das soll jetzt gar nicht so gemeinsam dem Spiel gegenüber, aber wie gesagt, Metroidvania-mäßig so, das war nie so richtig meine Games. Das sind aber meistens wundervolle Spiele, das muss man auf jeden Fall sagen. So, wir haben die Fahne. Wir haben die Fahne, haben wir jetzt nicht gewonnen? Die Frage ist ob man hier noch andere Charaktere irgendwie spielen kann irgendwann. Das wäre auch cool, weil es gab ja richtig viele. Hä? Warte mal. Hey, weil ich mich da verbrenne oder was? Hä? Ich check's nicht, muss ich da nicht hoch? Komm. So, ja. Ja, ich hab's. Das ist... Nein, geh mir doch... Nein, ey, ich komm hoch und versohl dir den Arsch. Kann ich das hier nochmal machen, oder was? So eine Wurst. Du weißt doch... Ich bin schon wieder tot. Okay, jetzt hat er mir wirklich nur... Ich check das nicht. Jetzt zeigt er doch da eine 2 an. Sind das nicht die... Alter, ich werde langsam sauer hier, Jungs und Mädels. Das, Das ist so eine Scheiße hier.
Alter, vor allen Dingen, wie viel Schaden wir schon wieder genommen haben. Das funktioniert nicht richtig von der Steuerung. So, das nicht. Zur Verteidigung, mein Daumen tut weh. Jetzt schon. So, warte. Ja. Ja, man traut sich gar nicht dann nochmal. Ja. Na. Mach euch alle. Geht mir doch nicht auf den Sack, ey. Ja. Es ist doch eigentlich leicht. So, hier, komm her. Greif sie dir. Werf ihnen die Dinger um die Ohren. Greif sie dir. Die Mädels sind echt nervig. Sorry, aber die sind hart nervig. Okay. Gut. Mal so ein Kelch. Nein, ey, du bist von allen Seiten. Nein. Ey, wir haben ein bisschen Schutz. Weg mit dir. Ende einer Invasion. Naja, so nach Ende sieht das ja eigentlich noch nicht aus. Okay, da kann ich wahrscheinlich auch wieder nicht. Okay. Boah, das ist aber fies hier an der einen oder anderen Stelle. Das muss man noch... Nein! Vor allen Dingen, wenn der Sprung da nicht hinhaut. Boah. Ich glaube, das Also es ist wirklich... Ich finde das Spiel extrem hakelig. Ha! Ey, das gibt's doch nicht! Da wirst du, egal von was du getroffen bist, das haut dich erstmal aus dem Leben. Da sag ich doch. Der sollte sich da überhaupt nicht festhalten. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich komme da nicht hoch. Vielleicht soll man das nicht so machen, aber... Meine Güte, lass doch diese Pisswand los. Ich bin schon wieder tot. Jetzt haben wir es geschafft und ich bin tot. Ah. Lass los! Okay, gut. Weil das die... Ja, diese Wand-Action, ey. Das ist richtig nervig. Okay, so kommen wir da wieder nicht lang. Okay, dann haben wir das schon mal. Da ist irgendwie ein Leben oder sowas. Aber wie kommt man da hin? Gott, also wie komme ich denn hier durch? Warte. Das ist natürlich doof, weil ich jetzt hier keinen Anlauf nehmen kann. Keine Ahnung, wie ich hier durchkomme. Hau ihn beiseite. Lass diese Wand los. Komme ich da hin? Na, hier oben, oder? Doch, warte. Aber wie komme ich zu diesem komischen Leben? Okay, das müssen wir jetzt mal irgendwie links liegen lassen. Wo war das Leben überhaupt nochmal? Das war weiter unten, ne? Okay, irgendwas haben wir eingesammelt. Und auch hier komme ich wieder nicht weiter. Ah? Im Prinzip hatten wir doch so ähnlich eben schon mal, nur mit Feuer. Das ist doch... Alter, wie fies. Ja, komm. Ey, das ist doch richtig mies. Das ist doch richtig, richtig mies. Dann machen die doch mit Absicht so, dass du dann von irgendeinem Feuerding getroffen wirst und dann treffen dich auf einmal... alle. Alter, guckt euch das an. Jo. Alter. Boah. Ist das eine fiese Kiste. Fortfahren. Alter, wo fange ich jetzt wieder an? Von ganz vorne? Gott, ey. Nee, also da kann ich schon mal sagen... Tut mir leid, eigentlich mag ich, wie gesagt, Gargoyles, aber ich komme mit diesem... Das Gameplay finde ich grauenvoll. Oh, das finde ich richtig schlimm. Tut mir leid, aber das ist so... Man kann sich auch nicht von dieser Wand in Ruhe... abfeuern. Sondern du hängst da dran und er will diese Wand gefühlt nicht loslassen. Okay, einfach jetzt. Jetzt, okay. War nicht die Nummer schon wieder mit dem Feuer, ey.
Ja. Ja, wirf doch mal deine Axt hier. Okay, jetzt wirft sie es nicht. Ey, das willst du mich rollen? Die ganze Zeit wirft die ihre komischen Äxte. So, hier. Ciao. Den Pokal kacken wir jetzt mal. Nein. Okay. So. Komm. Hau den doch beiseite. Ich komme da nicht hin. Ja, alles klar. Das meine ich mit der Steuerung, weißt du? Erst drückst du die ganze Zeit, dass er da hingehen soll. Dann geht er da nicht hin. Dann geht er da hin, ist aber zu schnell und schießt am Gegner vorbei. Das Spiel ist ja richtig. Also, ich glaube nicht, dass ich das lange gespielt habe. Wenn das gleiche ist, was auch für ein Gameboy gab. Also, das ist ja... Alter! Das gibt's nicht! Ist das, bekannt als ein schweres Spiel? Oder einfach nur als ein Spiel, was eine grauenvolle Steuerung hat? Das gibt's nicht, ey. Das wäre mir auf leicht noch zu schwer. Ich komm da nicht hingesprungen, wenn ihr mich beschießt. Hallo? So, hier, dann hauen wir den zuerst mal zu Brei hier und dann komme ich kurz mal rüber gesehen. Das ist echt so ein Spiel, wo man durchatmen muss. Kann ich hier irgendwie so ein Finishing-Move machen oder so? Nee, ne? Alter, geh mir doch nicht auf den Sack mit deinem komischen... Jetzt beschießen wir ihn hier mal und dann geht hier gar nichts. Damit. Ah, okay. Ja, aber das ist doch doof. Was gibt's denn? So, ich kann hier und dann mache ich den hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich durch die Wand da durchkomme. Wenn ich keinen Anlauf nehmen kann, komme ich irgendwie nicht so wirklich durch die Wand durch. Nochmal so ein Ding. Lass diese Pisswand los! Was? Hoch hier? Okay, und weg mit ihm. Super. So. Ah, okay. Alles klar. Also, das... Nächste Mal, wenn wir jetzt drauf gehen, ist der Part erstmal zu Ende. Und ich muss auch gleich sagen, leider aus zeitlichen Gründen werde ich den zweiten Part ein bisschen später dann aufnehmen müssen. Also das wird jetzt nichts mehr. Aber es war immerhin schon mal ganz interessant, dort reinzuspielen. Spring doch! Spring doch! Spring doch! Alter, aua. Oh, mein Daumen. Ich muss mal kurz meinen Daumen ausschütteln. Meine Güte, ey. Ist das hart. Ey, das ist richtig wild hier mit dem... Wie willst du das machen, ey? Das erinnert mich an Donald Duck. Na los, ein Versuch noch, damit wir hier volle Energie haben. Aber wenn ich das denn nicht hinkriege. So. Das erinnert mich an den vorletzten Part oder so von Donald Duck. Da mussten wir auch auf so einem, ich nenne es mal Fahrstuhl-Gedöns, auf so einem Brett hoch, Etage für Etage. Alter, mal, halt dich doch fest! Wieso hältst du dich denn? Ich check's nicht. Manchmal lässt er diese Pisswand nicht los. Und manchmal, ja okay, wenn du ins Gesicht getroffen wirst, dann hab ich Verständnis. Aber... Nein! Okay, fiese Kiste. Okay, fiese Kiste. Nee, sorry. An der Stelle mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Oh, Spiel speichern, wollen wir mal speichern? Boah! Boah, ist das Spiel nervig. Oh! aber ist ein cooles Design. Ich finde, optisch sieht es gut aus. Die Steuerung finde ich richtig schlimm. Es ist cool, dass sie bei solchen Remastered-Versionen immer auch die alte Version noch drin haben. Weil die alte Version, jetzt ist sie ja hier auf dem Speicherbildschirm zu sehen, die sieht natürlich nochmal ein bisschen grittiger aus, sozusagen. Also, die neue Version ist zwar ein bisschen glattgeleckter und sieht natürlich eher aus wie Gargoyles. Aber die Version hier sieht ein bisschen, in Klammern, gruseliger aus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Wie gesagt, einen zweiten Part können wir ganz gerne mal machen. Wird ein bisschen dauern. Ich habe sowieso noch einen Haufen Parts auf Lager. Sorry an die Mitglieder oder ja. Die muss ich alle nach und nach erstmal noch online setzen. Na gut, und ansonsten eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.